Games und Glitches gehören zusammen wie Pech und Schwefel, Pommes und Ketchup und Bonnie und Clyde. Weil diese beiden Dinge eben einfach unzertrennlich sind und Glitches einfach verdammt witzig sind, kommt hier unsere Top 5 der lustigsten Glitches in Videospielen. Bei Skate 3 gibt es eigentlich gar keinen bestimmten Glitch, der besonders heraussticht. Die Physik in diesem Spiel ist aber so durcheinander, dass man ab und an mal im Boden versinkt oder sich selbst auch mal mit einem Müllcontainer ausnockt. Gerade deswegen ist Skate 3 aber wohl auch so ein amüsantes Spiel. Und seien wir doch mal ehrlich, wer wollte nicht schon immer mal einen anderen Skater von einem Hochhaus aus umhauen? Wenn es den einen Glitch gibt, den wirklich jeder Spieler kennt und provoziert hat, dann ist es Missing No aus Pokémon Rot, Blau und Gelb. Wäre da nicht seine legendäre Gabe, das Item an Position 6 zu vervielfachen, das Pokémon mit der Nummer 0 hätte zu unseren schlimmsten Kindheitserinnerungen gehört. Es ist deformiert, bricht mit den Gesetzen der Pokémon-Welt, zerstört unsere Ruhmeshalleneinträge und kann mitunter zum Verlust unseres Spielstands führen. Wahrlich genug also, um uns Albträume zu bescheren. Stattdessen sorgte Missing No aber vor allem dafür, dass die Dichte an legendären Pokémon auf Level 100 rapide in die Höhe schoss. Und irgendwie hat Missing No auch dafür gesorgt, dass man unsanft aus der heilen und geschlossenen Welt herausgerissen wurde. Aber was tut man nicht alles für unendlich Sonderbonbons? The Last of Us gehört zu den besten Spielen, die die PlayStation 3 in ihrem letzten Lebenszyklus hervorgebracht hat. Damit sich aber auch Besitzer der neuen, aktuellen Konsolengeneration über dieses einzigartige Erlebnis freuen dürfen, haben die Entwickler von Naughty Dog mit dem Erscheinen der PS4 an einer verbesserten Version geschraubt. Tja, und die kann sich sehen lassen. Leider kommen mit der neuen Technik auch reichlich Glitches daher, die zum Teil äußerst verstörend sind. Arme Ellie. Ja, von den Sims-Spielen kann man halten, was man möchte. Aber kaum ein anderes Franchise kann mit diesen Programmierfehlern mithalten. Die verglitschten Sims-Charaktere sehen so bizarr aus, man könnte meinen, sie kämen direkt aus einem Gilermo-del-Toro-Horrorstreifen. Vielleicht sind sie aber auch mit dem Slenderman verwandt? Man weiß es nicht. Gruselig sind sie allemal, deshalb landet Sims 3 auf Platz 2. Der sogenannte Ascension of Section Glitch ist wohl einer der imposantesten seiner Art. Plötzlich öffnet sich vor dem Spieler das Tor zur Unterwelt. Crewmitglieder fliegen gen Himmel und schreien um ihr Leben und das Wasser verschwindet in einem riesigen Loch vor den Füßen des Spielers. Und wenn dann auch noch irgendwann ein Boot aus diesem Loch emporgestiegen kommt, um ebenfalls davon zu fliegen, da fragt man sich doch, what the fuck? Aber was sind eure Lieblingsglitches und welchen Glitch habt ihr zuletzt in einem Videospiel entdeckt? Wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einer weiteren Top 5. Tschüss, bis zum nächsten Mal.